So, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Market Roundup. Leichter Verspätung, nichtsdestotrotz. Hallo Tom. Hallo Herzlich willkommen. Dustin, let's go. Sehr schön. Heute im Kurzumschlag kann man sagen, neues Format. Das heißt, ihr könnt gerne mal reinschreiben, lieber das alte Format, lieber das neue Format. Wir freuen uns über Feedback. Das wird sich jetzt so ein bisschen wandeln. Das heißt, neuen Input immer gerne mit dazu. Aber viel geredet, auf geht's. Und wir starten rein ins Marktupdate. Alles Wichtige zum aktuellen Marktgeschehen. Und wir haben das Ganze heute unterteilt, Tom, in drei Themenblöcke. Ja, ganz genau. Das sind gut eingeleitet. Wir fangen an mit den USA, schauen da an die ersten Q3-Zahlen, die wir gesehen haben, schauen aber auch so ein bisschen auf die Wirtschaftsökonomik generell in den USA, blicken dann auf China, das Peking-Konjunkturpaket immer noch großes Thema aktuell und dann zu guter Letzt Elon Musk. Wir hatten da ja ein relativ großes Event am Wochenende, was wir noch mal ein bisschen näher beleuchten wollen. Genau, drei Kernthemenblöcke. Das heißt, hier werden wir auch den Fokus drauf legen. Wenn ihr noch weitere Themen haben möchtet, schreibt sie gerne rein. Nehmen wir mit am Donnerstag oder nächsten Montag. Wir starten rein mit den USA und wir können sagen, es war eine gute Woche. Man sieht seit Das würde ich auch sagen. in diesem Block hier seit letzten Montag S&P 500 2,1% im Plus, Dow Jones deutlich im Plus, Nasdaq deutlich im Plus, Russell deutlich im Plus. Also seit dem letzten Montag läuft es gut und seit Jahresbeginn, wir hatten es im Depotrückblick ja sowieso, 23% der S&P 500 aktuell an der Spitze, knapp über dem Nasdaq 100, der ja viel Vorsprung hatte. Also es läuft soweit rund, aber die Inflation, die lief quasi in der letzten Woche vielleicht doch nicht so rund. Sie war zwar auf einem neuen Tiefpunkt, das muss man so sagen, 2,4% Inflationsrate, damit allerdings ein Stück über den Erwartungen, die lagen bei 2,3%. Ja, ganz genau. Und wir sehen hier auch die gestrichelte hellblaue Linie. Das ist quasi die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und ohne Energiepreise. Und da Kerninflationsrate, über die oft gesprochen wird. Kerninflationsrate, danke Dustin. Und da haben wir jetzt zuletzt einen kleinen Anstieg gesehen. Da sind wir auf 3,3% jetzt zuletzt gewesen. Und da sind wir tatsächlich noch weiter entfernt von unserem 2%-Ziel, was wir erreichen wollen. Wo stecken die Probleme? Ja, immer noch an den gleichen Stellen, muss man sagen. Ganz oben die Autoversicherung, übrigens auch ein Hauptthema in Deutschland. Alle, die jetzt gerade dabei sind, neue Autoversicherung abzuschließen. Ich persönlich habe es auch gemerkt, die Autoversicherungen sind signifikant angestiegen seit dem letzten Jahr. Und in den USA muss man sagen, noch eine ganze Ecke mehr, 16% im Schnitt. Darunter aber viele weitere wichtigere Themen. Man kann vielleicht sagen, aufs Auto kann man verzichten, Wohnungen oder Häuser, irgendwas braucht man nur zum Leben. Die treiben auch weiterhin oben die Inflation. Auch immer noch muss man sagen, die Lohnpreisspirale, also wir haben immer noch ganz oben die Earnings quasi stehen. Dagegen steht unten aktuell so insbesondere das Öl- und Energiethema. In der Mitte trifft man sich also hier bei diesen 2,4%. Ja, und da muss man sagen, sind wir auf dem richtigen Weg, aber vielleicht ein bisschen schlechter als gedacht. Die Märkte, wir haben es gerade eben oben gesehen, haben es eigentlich ganz gut verkraftet. Vielleicht auch aus diesem Grund, und zwar den Arbeitslosenquoten. Ja, ganz genau. Die hatten wir tatsächlich jetzt letzte Woche schon gesehen. Also jetzt von uns aus gesehen, in der vorletzten Woche hatten wir Arbeitslosenzahlen und Beschäftigungszahlen in den USA bekommen von dem Statistischen Bundesamt dort vor Ort und haben gesehen, auf der linken Seite die Arbeitslosenquote weiter rückläufig gewesen und auf der rechten Seite sehen wir ja die Veränderung der Beschäftigten. Das heißt, aktiv wurden tatsächlich über 250.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft generiert, erschaffen, geschaffen, sodass dann wieder das Wirtschaftswachstum doch positiv gesehen wird und die generelle Wirtschaftsstimmung im Land auf jeden Fall positiv gesehen wird. Wir können also ganz grundsätzlich sagen, die Arbeitslosenquote geht zurück und das ist ja gut. Ganz grundsätzlich sehen wir, dass auch wieder mehr Jobs geschaffen werden, auch wenn über übergreifend quasi so ein leicht abnehmender Trend zu sehen ist. Man muss immer sagen, die werden oftmals sehr stark, aber auch nochmal revidiert im Nachhinein. Ganz grundsätzlich sehen wir also, dass eigentlich dieser Part der Fed in die richtige Richtung läuft, denn wir wissen es ja, anders als die EZB hat die Fed quasi ein duales Mandat. Das heißt, es geht nicht nur darum, die Inflationsziel niedrig zu halten, sondern es geht auch darum, die Arbeitslosen- oder Quoten niedrig zu halten, für Beschäftigung zu sorgen. Der Teil funktioniert also. Die Inflationsteil könnte vielleicht noch ein bisschen besser funktionieren. Wenn man aber auf die Märkte schaut, dann sehen wir, die haben es eigentlich ganz positiv aufgenommen. Die fanden die ja, Daten- und Faktenlage, dass die Inflation vielleicht ein bisschen oberhalb der Erwartungen lag, gar nicht so schlimm. Und das sieht man hier in den letzten Tagen. Also wir sind über das Allzeithoch hier hinausgeschossen. Seit letzten Montag jetzt 2,1% wieder im Plus. Also wir sind ganz grundsätzlich auf einem sehr positiven Trend und wir nähern uns so langsam der 6.000er-Marke an. Auch das wäre natürlich wieder ein neuer Meilenstein, nachdem, ja, muss man sagen, wir erst hier vor kurzem erst die 5.000er-Marke geknackt haben.
Warum ist das so? Ja, der Markt erwartet immer noch weitere Preissenkungen. Wir reden gerade von Zinssenkungen, wir reden gerade von 0,25% Schritten, zwei davon ja in diesem Jahr. EZB haben wir diese Woche auch mit weiteren Zinssenkungen erwartet. Und ja, ganz grundsätzlich sieht man ja im Zeitverlauf bis ja, Mitte, Ende September 2025 sollen wir dann bei knapp 3,5% sein. Und da sieht man auch, dass wir uns überall langfristig ja, diesen 2-3% Zielen auch bei den Renditen annähern. Ja, auf jeden Fall deutlich niedrigere Niveaus. Was ist auch noch passiert in den USA? Ja, Quartalszahlen. Es ging wieder los. Quartalszahlen. Die Banken haben angefangen, kann man so sagen. Also Banken, Fluggesellschaften, das sind ja immer so die Kernthemen. Wie war es bei JP Morgan? Ja, JP Morgan, wir sehen hier auf der linken Seite die Erwartungen und man sieht hier ganz schön, dass wir haben hier die Fed Fund Rate, das heißt die Zinsen in den USA, die von der Fed ja, rausgegeben werden, die Zentralbankzinsen und die sind ja jetzt zuletzt gesunken, das hat er das eben schon gesagt und auch die Erwartungen zukünftig sind auf jeden Fall auf einem negativen Trend in die Richtung. Und wir sehen, dass die Erwartungen für JP Morgans neuestes Quartal, das Q3, auf jeden Fall deutlich niedriger als bei dem Q2 standen. Das heißt, die Zinserwartungen oder die Zinssenkungen sind hier in die Erwartung bereits eingeflossen. Wir sehen aber auch auf der rechten Seite, dass die Erwartungen ja wie so oft bei JP Morgan übertroffen werden konnten. Wir sehen tatsächlich aber auch, dass die Zinssenkungen hier bereits erste Einflüsse, würde ich mal sagen, auf die Zahlen gehabt haben. Wir sind leicht unter dem Vorjahresniveau, trotzdem Erwartungen geschlagen und das ist ja das, was den Markt hauptsächlich immer interessiert. Und jetzt muss man dazu sagen, waren die Ergebnisse eigentlich noch besser, als sie erstmal erscheinen. Und das liegt daran, dass man halt angefangen hat, ein paar Rückstellungen zu bilden für potenzielle Kreditausfälle. Einfach ja mit dem Sinn, wie sich gerade vielleicht die Wirtschaftslage entwickelt, wie sich generell vielleicht die Einkommen- und Zinslage entwickelt. Da ist man ein bisschen vorsichtiger. Das heißt, das sind quasi eigentlich sogar noch etwas höhere Gewinne, die eventuell dann irgendwann wieder ja, den Gewinn zufließen, wenn diese Rückstellungen, die gebildet werden, aufgelöst werden. Das heißt, ganz potenziell muss man sagen, abseits dieser Rückstellungen, ja, sah es noch etwas positiver aus und dementsprechend hat der Markt auch ganz gut reagiert, muss man sagen. 5,6% seit letzten Montag. Jetzt muss man sagen, wir sind ja oftmals so ein bisschen in ein paar neuen Schwankungen unterwegs bei JP Morgan. Wir kratzen ja quasi am Allzeithoch mit 223 US-Dollar ungefähr. Und JP Morgan waren da nicht die einzigen im Boot, auch Wells Fargo mit ganz guten Zahlen. Dort ist man ja immer noch bei dem Thema unterwegs, dass es Beschränkungen gibt bei der Bank aufgrund der Finanzskandale der letzten Zeit. Die werden eventuell vielleicht mal aufgelöst. Diese Woche ja, haben wir dann noch weitere Banken auch mit im Boot. Auch zum Beispiel Bank of America, die ja immer wieder im Fokus ist, insbesondere durch die Abverkäufe gerade von Warren Buffett. Wir gehen weiter nach Asien. Beziehungsweise, um genauer zu sein, nach China und schauen uns dort mal die Indizes an. Die waren ein bisschen volatiler in der letzten Woche. Ja, ganz genau. Wir sehen jetzt hier ganz oben den Hang Seng und den CSI 300. Hang Seng sind dann tatsächlich die Hongkong-Aktien. Bei CSI 300 geht es da dann um die Festlandaktien. Wir sehen aber bei beiden tatsächlich einen großen Abverkauf in der letzten Woche. Einmal knapp 12,5% und einmal 7,5%. Da hat man jetzt tatsächlich die guten News gesellt, so ein bisschen verkauft. Wir haben ja das Konjunkturpaket angekündigt gehabt, vor knapp 3 Wochen ist das, glaube ich, gewesen, nachdem der CSI und auch der Hang Seng eine phänomenale Performance über 3 Wochen hingelegt haben. Dann wieder der Abverkauf auf Jahresbeginn. Seit Jahresbeginn sind wir dort trotzdem noch stark im Plus. Wir sehen aber im Vergleich zum Nikkei, dem japanischen Index, der hat 1,5% knapp gemacht in der letzten Woche und der Nifty 50 in Indien auch auf einem positiven Trend. Genau, auch die grundsätzlich positiv seit Jahresbeginn, alle im zweistelligen Bereich, sehr positiv auch global zu sehen. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf das Thema drauf schauen, was ist eigentlich der CSI 300? Denn wir schauen ja meistens auf den Hang Seng, kann man sagen, hier geht es ein bisschen stärker um das Thema Festlandchina. Hongkong hat ja immer wieder ja auch einen Sonderstatus und bei Hongkong ist der ganze Markt etwas liberaler, breiter. Gelistet und es ist etwas einfacher auch für ausländische Unternehmen, sich dort zu listen, beziehungsweise auch für ja, den asiatischen Raum. Wenn wir auf den ja, CSI 300 schauen, da muss man sagen, sind das halt die größten, 300 größten China-Festlandaktien. Man sieht es ja, in Renminbi sind sie gehandelt, also der lokalen chinesischen Währung. Sie ist auch hier nach Marktkapitalisierung gewichtet und man muss sagen, der Schwerpunkt ist da eher auf den traditionelleren Firmen, vielleicht nicht auf den großen Tech-Firmen, die man sonst so auch aus dem asiatischen Raum
kennt und dementsprechend haben wir die Top 3 Werte hier, Tom. Ja, Top 3 Werte. Ich werde es gar nicht erst versuchen, die auszusprechen. Da blamiere ich mich, glaube ich, nur. Wir haben die Top 1 ist da tatsächlich mit 4,3% ein Branntweinhersteller. Das ist, heißt, hier sind wir im Konsumartikelbereich. Dann haben wir hier die zweite. China immer noch das Top Nummer 1 Land für Alkoholkonsum. Für Branntwein vor allem. Ne? Auf der 2 haben wir da tatsächlich Technologie. Wir haben da einen Batteriehersteller, auch aus China, Festland. Und dann haben wir Ping An Insurance, die spreche ich tatsächlich aus, ein Versicherungs- und Finanzdienstleister auch aus dem Festland Chinas. Und da muss man sagen, wie hat China jetzt dort Einfluss genommen mit den Konjunkturpaketen? Das erste größere Paket der Vergangenheit, es gab schon mal vorher welche rund um die Finanzkrise auch, gab es 2015 und dort hat man das erste Mal wirklich signifikant in den Markt eingegriffen, weil man gesagt hat, wir müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln. Damals war das Wachstum auch auf sehr niedrigem Niveau in China. Was man gemacht hat, Investitionen in insbesondere Infrastruktur getätigt. Man hat die Geldpolitik ganz grundsätzlich gelockert, etwas mehr Liberalismus auch zugelassen. Und danach, man sieht es ja, kamen 6 weitere Konjunkturpakete, mit denen man immer wieder dann eine etwas lahmende Wirtschaft stabilisiert, ankurbelt. Meistens mit relativ großen Maßnahmenpaketen in den Immobiliensektor, in den Infrastruktursektor und halt auch immer wieder in den Finanzmarkt, indem man dort einfach Liquidität reingepumpt hat. Jetzt muss man sagen, sind diese Pakete meistens halber eher Pakete, die kurzfristige Wirkungen haben, das heißt kurzfristig den Markt nach vorne bringen. Diese grundsätzlichen strukturellen Probleme, die es in China aber gibt, nicht ganz so in den Griff bekommen. Da tun sich China eigentlich genauso schwer wie wir auch im westlichen Europa bzw. in den USA. Wir kriegen ja die strukturellen Probleme meistens auch nicht in den Griff, sondern bekämpfen eher die Symptome. Ähnliches sieht man auch dort. Und wenn man auf die Konjunkturpakete ganz grundsätzlich nochmal drauf schaut, dann haben wir eigentlich mittlerweile durch die neue Bekanntmachung jetzt des letzten Konjunkturpakets, ich glaube, es war Freitag oder Samstag, nochmal eine Erweiterung des letzten Konjunkturpaketes bekommen. Dort war es ja so, wir hatten die Lockerung der Kreditbedingungen als Maßnahme, Investitionen in Zukunftstechnologien als großen Maßnahmenbereich. Jetzt kommt ein dritter neuer Bereich auch noch mit dazu, dass man die Einkommen wieder unterstützen will. Man will die Banken wieder liquider machen. Man möchte auch Menschen mit geringerem Einkommen mehr unterstützen. Und man sieht es hier oben, man möchte ungefähr 770 Milliarden Euro an Anleihen ausgeben, an Schulden aufnehmen, um das Ganze zu subventionieren. Das ist natürlich eine enorme Summe und potenziell auch etwas, was den Markt dann lange ankurbeln kann. Es ist aber ein bisschen verpufft, wenn man sich das Ganze im Index wirklich einmal anschaut. Man sieht hier die erste Bekanntmachung der Konjunkturpakete, diesen Ausbruch nach oben. Es ging rasant bergauf, kann man so sagen, bis zur Spitze bei 4.450. Das hier ist in dem Falle, wie gesagt, der CSI 300, der noch etwas extremer davon getroffen wurde als zum Beispiel der Hang Seng. Und dort haben wir halt gesehen, dass wir in der Spitze große Euphorie hatten. Dann wurde es etwas inkonkreter. Also es gab nicht ganz so das vielleicht an konkreten Aussagen, was man sich erhofft hatte. Es ist weiterhin abgeflacht, der Markt. Ja, und das letzte ist eigentlich fast verpufft, weil es auch nicht konkret genug war. Die Hoffnung ist noch da und eventuell gibt es auch noch weitere auf Euphorie. Es ähnelt aber sehr den Maßnahmen, die es um das Jahr 2015 gab. Das habe ich ja gerade eben angesprochen, das erste Konjunkturpaket. Und auch dort konnte man sehen, gab es große Euphorie, 5 Tage hintereinander über 5% Kursgewinne. In der Spitze ist das Ganze dann aber wieder eingekracht. Ein bisschen ähnliches Symptom haben wir jetzt gerade gesehen. Mal sehen, ob sich das langfristig dann auch hier wieder positiv auf die Märkte entwickelt. Von dem Volumen her sprechen wir schon aktuell von einem sehr, sehr großen Konjunkturpaket. Ja, ganz grundsätzlich sieht man das hier nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Ja, den Abverkauf sieht man natürlich hier ganz gut. Wir sehen hier, das ist tatsächlich, wie du es gerade auch schon beschrieben hast, ähnlich wie 2015. Es wurde angekündigt, dass tatsächlich Konjunkturpakete in den Markt injiziert werden sollen. Und dann geht es erstmal gar nicht groß darum, was überhaupt kommt, sondern erstmal wird Geld auf jeden Fall in den Markt investiert, auf die eine oder andere Weise. Sodass natürlich Aktien hier jetzt den CSI 300 oder Hang Seng auf jeden Fall davon profitiert haben. Wir sehen aber, das hat keine 2 Wochen gedauert, als die News dann so ein bisschen abgeflacht sind und man dort keine konkreteren Aussagen getroffen hat, wurden tatsächlich diese Indizes, die Aktien im Indiz auch wieder abverkauft. Also zusammenfassend kann man sagen, sehr viel Spekulation um potenzielle Wirkweisen des Konjunkturpaketes, keine konkreten Aussagen und dementsprechend, wie es oft ist am Markt, buy the rumors, sell the news, das heißt,
Aktuell ist es tatsächlich so, dass man auf weitere Ankündigungen wartet, was dann potenziell den Kurs wieder beflügeln sollte. Kernziel ist es natürlich, ja, das 5%-Ziel weit wieder anzukurbeln. Das sieht man hier nochmal abgetragen. Man ist ja eigentlich lange Zeit sogar im zweistelligen Bereich gewachsen, dann auch nochmal etwas höher. Dann gab es die große Hoffnung, nach Corona wieder Schub zu bekommen. Der Immobiliensektor lahmt, aber das sind alles nur, ja, Symptome, die es zu bekämpfen gilt. Hier sieht man das nochmal. Wir sind jetzt unterhalb dieses 5%-Ziels und da will man natürlich hin. Ein weiterer Themenpunkt in China ist ja auch immer noch, ja, der Taiwan-China-Konflikt, muss man sagen. Hier sieht man das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, militärisch ausgestaltet, kann man sagen, auf einer Karte. Ja, die aktuellen Entwicklungen. Wir haben jetzt gerade am Wochenende wieder News bekommen, dass tatsächlich es wieder Militärübungen rund um Taiwan gibt, was natürlich so ein bisschen, ja, nicht Flashbacks gibt, aber doch tatsächlich ein unruhiges Gefühl. Wir haben das gerade auf der Karte gesehen, wie sich das chinesische Militär dort positioniert hat übers Wochenende, um ja eine Truppenübung gegenüber einem anderen Land durchzuführen. Aber naja, hier sehen wir die Auswirkungen dazu. Genau, was ist das Problem an der ganzen Geschichte? Natürlich könnte man sagen, ja, das ist ein lokales Problem, traditionelles China, die sagen halt, Taiwan gehört zu ihnen, Taiwan sieht sich als unabhängig. Man könnte sagen, ja, das sollen die vielleicht selber klären oder wie auch immer die Meinungen dazu sind. Ganz grundsätzlich ist aber das Thema, dass das natürlich Auswirkungen aufgrund des Chipmarkts auf die gesamte Welt hat. TSMC, der größte Chipproduzent, ist natürlich immer wieder so die Leitfigur, aber Taiwan hat ganz generell einen sehr, sehr großen Chipmarkt, eine Industrie sich darum, ein Ökosystem, die sich darum gebaut hat. Und man sieht es hier nochmal abgetragen, was das für potenzielle Auswirkungen auf die globale Weltwirtschaft haben würde, wenn es zu diesem Krieg kommt, wenn dieser Schock kommen würde. Man sieht es hier unten, dagegen war quasi Covid-19 ja nur halb so signifikant, zumindest auf der Unterseite. Hier sieht man auch nochmal die Taiwan-Blockade, das heißt, als Taiwan abgeschirmt wird und eigentlich so unter Arrest gestellt werden würde, kann man so sagen. Ja, und auf der anderen Seite sieht man hier zum Beispiel den Israel-Hamas-Krieg, der natürlich auch immer wieder in den Medien ist, der aber global gesehen meistens keine Auswirkungen hat. Man schaut zwar immer so auf die Öl- und Energiepreise, die lassen sich aber aktuell ganz gut abfedern. Und hier rechts sieht man einfach nur nochmal die Bedeutung des Ganzen. Worüber wollen wir noch kurz sprechen? Ja, über das Thema Tesla kann man eigentlich sagen, denn es gab ja doch einiges an News rund um Elon Musk dieses Wochenende. Grundsätzlich ist es hier nochmal im Vergleich zu sehen, während sich der S&P 500 eigentlich positiv entwickelt, geht es bei Tesla aktuell in die andere Richtung. Woran liegt es teilweise? Ja, man kann sagen, dass der grundsätzliche Tesla-Markt vielleicht nicht immer umkämpfter wird. Man hat nicht mehr diese Pionierstellung, wie man sie zuvor hatte. Man ist nicht mehr derjenige, der alleine quasi die große Marktmacht hat, effiziente, attraktive Elektroautos herzustellen. Das sieht man hier. Das heißt, der Marktshare von Tesla nimmt einfach immer weiter ab, auch wenn der Markt ganz grundsätzlich weiter wächst. Hier sieht man das nochmal im Vergleich Tesla und BYD. Wir glauben, BYD ist somit zumindest was den Autobereich betrifft, der größte Konkurrent Ja. auf dem Markt und sind eigentlich diejenigen, ja, die in direkter Konkurrenz aus China stehen. Ja, ganz genau. Direkte Konkurrenz aus China und vor allem sieht man jetzt hier auf der rechten Seite ganz gut, dass tatsächlich der First Mover Advantage, den Tesla doch wirklich sehr lange hatte, als Pionier hast du es gerade genannt, der Elektromobilitätsbranche, so ein bisschen verloren hat. Und wir haben in den letzten Quartalen jetzt hier in dem hellgrün, sage ich mal, abgebildet gesehen, dass wir doch keine Produktionssteigerungen mehr gesehen haben. Diese Gigafactories kennen wir ja auch tatsächlich bei uns in Deutschland, in der Nähe von Berlin, sind tatsächlich nicht mehr, ja, sind noch produktiv, aber tatsächlich kommt da kein neuer Absatz hinzu, während BYD aus China da tatsächlich in den letzten, ja, Monaten, Quartalen deutlich zugelegt hat und deutlich Marktanteile gewinnen konnte. Tesla hat also ganz grundsätzlich an Marktkapitalisierung verloren und hier sieht man das nochmal in weiteren Zahlen und Fakten, die wir mal abgebildet haben. Man sieht es nochmal wirklich in ein paar Kennzahlen direkt im Vergleich. Die Bruttomarge von Tesla und BYD. Tesla war ja immer dafür bekannt, unglaublich hohe Margen zu haben, insbesondere für einen Autobauer und das hat auch so ein bisschen die Bewertung gerechtfertigt. Vielleicht nicht im gesamten Maße, aber man sagt, man kann unglaublich effizient ja, Autos produzieren. Man sieht aber, das Ganze geht jetzt schon zurück und BYD ist dann mittlerweile auf dem ja, aufholenden Ast und hat Tesla auch leicht übertroffen. Man sieht es hier auch bei der Gewinnmarge. Da sieht man zwar, Tesla ist eine der wenigen, die wirklich zweistellige Gewinnmargen auch haben, aber auch dort ist dieser aufsteigende Ast, den man hier quasi sieht,
in so eine Stagnation umgegangen. Wenn man sich das Kursgewinnverhältnis anschaut, dann wissen wir, da war das mal eine Zeit lang phänomenal, also astronomisch. gigantisch groß. Auch bei BYD, also auch hier sind wir im 100er-Bereich, jetzt müssten wir hier unten mal drauf schauen. Wir sehen aber, es ist deutlich zurückgekommen, also so langsam materialisiert es sich, aber der Kurs kommt halt auch zurück. Etwas genauer sehen wir das am Ende hier im Kursumsatzverhältnis, wo wir wirklich abtragen können. Und ich gehe mal kurz zur Seite, ja, dass so richtig die Euphorie ein bisschen raus ist. Wir können also ganz grundsätzlich sehen, das Geschäft boomt nicht mehr so, aber es hält sich eigentlich noch relativ stabil auf hohen Margen. Was aber das Thema ist, und das sieht man, glaube ich, auch an diesen hohen KGVs, die wir hier unten sehen. Also wir haben immer noch ein KGV hier von Kursumsatzverhältnis von über 10. Wir sind hier immer noch in hohen zweistelligen Bereichen beim KGV. Und das liegt da so ein bisschen daran, dass hier eigentlich Tesla auch noch für mehr bekannt ist, für mehr Zukunftsvision bekannt ist. Das Thema Robotik, Autonomie, autonomes Fahren, autonome Taxis, autonome Vans in diesem Fall, autonome Roboter, all das wird ja verknüpft mit Tesla und deswegen sagt man auch, ja, eigentlich kann man vielleicht gar keine normale Autobewertung anlegen, wie vielleicht auch bei BYD, die vielleicht gerade besser wachsen, die effizientere Autos herstellen, sondern man sagt, Tesla ist ja viel, viel mehr. Elektroautos waren nur ein Standteil und ja, dazu gab es einiges an News an diesem Wochenende. Einige haben es von euch gesehen, aber im Kern kann man sagen, es ging um selbstfahrende Taxis, es ging um Roboter, um Haushaltsroboter, um Roboter, die sich mit dir unterhalten und dir helfen. Und es ging auch um ja, autonome, selbstfahrende Vans. Und jetzt könnte man sagen, wow, das war ja wirklich mal eine Hammerpräsentation. Wieso ist der Kurs genau nach diesem Update jetzt um 10% gefallen? Ja, also wir sehen es tatsächlich, die Präsentation, die wir da am Wochenende gesehen haben. Typisch Elon Musk, würde ich sagen, super futuristisch. Er ist vorgefahren in seinem neuen Cyber-Taxi, Tesla-Taxi. Wir sehen es oben rechts, der Zweisitzer ohne Pedale, ohne Lenkrad. Super futuristisch und wir sehen auch unten rechts den Bus, der ja wirklich nichts mehr mit aktuellen Busmodellen zu tun hat. Unten links haben wir den Roboter Optimus, der ja auch schon vorher vorgestellt wurde. Und hier muss man sagen, ja, ähnlich wie tatsächlich im Konjunkturpaket China wurden hier tatsächlich buy the rumor, sell the news, wurden hier die News dann am Ende doch abverkauft. Die Börse und Aktionäre waren tatsächlich nicht so begeistert von diesem Event. Wir haben es eben gesehen, fast zweistellige Minus nach diesem Event. Ja, kann natürlich damit zusammenhängen, dass tatsächlich alles Autonome, was vorgestellt wurde, die autonomen Taxis, die autonomen Busse und die autonomen Roboter, tatsächlich doch alle ferngesteuert wurden auf diesem Event. Genau, sie wurden alle ferngesteuert und man konnte es auch so ein bisschen merken, kann man sagen, denn so richtig echt, oder es war schon ein bisschen zu weit, es war eine Schippe drüber, es könnte vielleicht mal so sein, aber von dem Standpunkt wäre es schon zu futuristisch, außerdem gab es halt keine genauen Daten, wenn man jetzt darüber spricht, ja, das hier soll so ungefähr 2026, wenn es gut läuft, kommen. Hier unten gab es gar keine News, wenn dieser Van vielleicht mal auf den Markt kommt, auch hier gab es zwar so eine Preisrichtung, aber so richtig konkret wurde man noch nicht. Also es ist Ziel zu Zukunftseuphorie, die vielleicht am Ende etwas dann zu viel drüber war, verpufft war, wo man sich vielleicht mehr und mehr Materialistisches erhofft hat. Übrigens Uber und Lyft, also die Konkurrenten im Taxibereich, sind nach diesem Event genau 10% gestiegen, weil man doch jetzt weniger Konkurrenz vielleicht vermutet. Also so kann es gehen am Aktienmarkt. Eine andere Sache, die wir vielleicht nicht am Aktienmarkt so gut greifen können, die vielleicht noch gelungener war, zumindest fand ich sie sehr gelungen, das war der Start quasi der Starship-Rakete. Ich glaube, es war jetzt der dritte und diesmal ist er echt gut gelaufen, kann man sagen. Es hat fast alles geklappt, was man sich so vorgestellt hat. Für alle, die sich das nicht angesehen haben, ich rate euch, das mal zu tun. Es ist ja zumindest sehr futuristisch. Ja, es sind wirklich phänomenale Bilder, wenn man sich da diesen riesigen, gigantischen Kran anguckt, wie dieses, wie dieser Starship-Booster, diese Booster-Rakete ja am Ende gefangen wird aus der Luft. Wirklich phänomenale Videos, die es dazu gibt. Zehnstöckiges Gebäude, kann man sagen. Also, ja, je nachdem, wirklich, wie groß die Gebäude sind. Also es ist gigantisch, was dort geschaffen wurde, kann man so sagen. Ja. Mit einer unglaublichen Präzision. Es hat eigentlich fast alles funktioniert. Jetzt geht es weiter. Es sollen am Ende ja fast wöchentliche Testflüge im besten Fall irgendwann folgen. Ich bin sehr gespannt, wie es dort weitergeht. Also hier geht es natürlich nicht um Tesla, sondern es geht hier um SpaceX. Und an der Stelle muss man sagen, ist das kein Unternehmen, in das man so direkt investieren kann. Es gibt ein paar Umwege, dass man irgendwie dort auch investieren kann über Holdingstrukturen und. Können wir uns gerne mal anschauen. Es spielt natürlich aber trotzdem ins Ökosystem Elon Musk.
Wenn wir kurz auf die Woche schauen, dann kann man hier sehen, ja, sind die Banken, die Halbleiterindustrie und die Versicherungsgesellschaften diese Woche im Fokus. Wir haben zwar hier um so ein bisschen Apotheken, insbesondere Bank of America und noch ein paar weitere Banken geben nochmal Quartalszahlen heraus. Sehr, sehr spannend. Wir haben ein paar große Konzerne, wir haben aber insbesondere auch die Versicherungsbranche und wir sehen es hier mit TSMC und ASML natürlich immer die Pioniere im Halbleitermarkt. Aber auch viel, viel weiteres. Also es geht wieder sehr, sehr spannend umher in dem Bereich Earnings. Es gibt dazu auch bald von uns ein neues Format. Könnt ihr gespannt drauf sein. Bis dato müsst ihr mit den quasi herkömmlichen Formaten hier Vorlieb nehmen. Die sind natürlich auch sehr, sehr spannend. Tom, am Donnerstag DHL. DHL, ja, ganz genau. Wir wollen uns mal angucken, wie tatsächlich der deutsche Logistiker tatsächlich weltweit einer der größten, man kriegt das hier mit der Deutschen Post und der DHL Group ja immer nicht so richtig mit. Man kriegt mit, okay, ja, Post wird geliefert von der Deutschen Post, aber das globale Geschäft ist tatsächlich gigantisch groß. Man ist auf dem internationalen Markt der zweitgrößte Anbieter von Logistikleistung. Gucken wir uns am Donnerstag an. Dann Donnerstagnachmittag schauen wir ein bisschen in die Branche, gucken uns die Konkurrenz zu DHL Group an, schauen, was besonders auch auf dem US-amerikanischen Markt so unterwegs ist. Und dann sind wir nächste Woche wieder dabei mit dem Market Roundup. Vielen Dank an euch alle. Gebt uns gerne Feedback zu diesem Market Roundup. Sehr gerne, ja. Wenn ihr Ideen habt, auch die hören wir uns gerne an. Schreibt uns sonst auch gerne eine Mail. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss. Bis dann. Tschüss.